Sanga-Tanzen eine eher bedächtige Art des Tanzen ist. Nur die Kopf-Hals-Schulterlinie ist ruhig. Die Füße legen ein Feuerwerk an Schrittkombinationen auf das Parkett. Das Lächeln, übrigens ein Bewertungskriterium, täuscht nach außen eine gewisse Leichtigkeit vor, aber es ist harter Leistungssport. 28 Paare aus 18 Nationen tanzen um den begehrten Titel. Es geht auch hier wie immer los in dieser ersten Sektion in den Standardtänzen mit dem langsamen Walzer. Die Konkurrenz für Fürmeier-Beinhauer kommt schon aus dem eigenen Land. Denn gleich Oliver Kestle und Petra Matschulat, die wir hier im Bild sehen, die deutschen Vizemeister aus Düsseldorf bzw. Köln, zum ersten Mal an einer Europameisterschaft teilnehmen. Bei den Welttitelkämpfen Anfang des Jahres in Miami kamen sie schon mal auf Rang 10. Vor ihnen waren da allerdings vier Paare aus Übersee. Also streben sie hier mindestens einen Platz um 5 oder 6 an. Pflichtprogramm auf jeden Fall, in den Finals dabei zu sein. Weite, raumgreifende Schritte und dabei pendelartige Bewegungen, immer schön in der Neigung bleiben. An der Kopfhaltung der Dame und des Herrn darf sich nichts ändern. Mit der Rücke Nummer 8, Mark Shuttler und Jane Shuttler, das Ehepaar aus England. Die zweiten über 10 Tänze von der Insel. Das Ehepaar Shuttler war bereits bei den Amateuren Meister in England in den Standardtänzen. Also sie sind hier so etwas wie Spezialisten. Und gefragt ist ja der Allround-Tänzer. Also ein ausgeglichenes Niveau muss vorhanden sein, sowohl in den Standard- als auch in den lateinamerikanischen Tänzen. Da werden Sie nachher ganz feine, deutliche Unterschiede bemerken. Das sind die Fans, die Schüler von unserem Paar hier aus Deutschland, das wir noch mal eingeblendet sehen, Oliver Kestle und Petra Matschulat, bei diesem langsamen Walzer. Deutlich zu erkennen, die ruhige Oberlinie, auch beim Heben und Senken, niemals mit den Schultern nach oben kommen, das deutet auf Unsicherheit hin. Startnummer 6, Oliver Kestle und Petra Matschulat. 5, 5, 3, 5, 4, 3, 5. Und Sie bekommen hier in diesem ersten Tanz schon mal einen fünften Rang. Also läuft alles ganz gut nach Plan. Zwei Wertungen sahen wir da mit dem dritten Platz. Und wir kommen zum zweiten Tanz, Tango. Mit der Rücke Nummer 22, das sind absolute Spezialisten in diesem Tanz und in allen anderen Standardvariationen. Davide Cacciari und Olga Garschina. Sie vertreten Russland, aber zur Hälfte kommen sie aus Italien. Starteten noch im vergangenen Jahr für Italien. Allerdings ist das Kontingent der Italiener besetzt. Mit zwei guten Paaren sind sie für Russland dabei. Aus Frankreich, Eric Sardot, Gaël Bernard, die französischen Meister über 10 Tänze. Konnten sich allerdings hier in der Standardsektion nur für diesen einen Tanz qualifizieren in der Endrunde. Sie freuen sich auf die Finalrunde der Lateintänze. Dann geht das etwas freizügiger zu und das ist dann auch ihre Stärke, werden Sie später sehen. La Comparsita, vielleicht die
bekannteste aller Tango-Melodien. Und jetzt nochmal im Vergleich, im Direkten zwischen den Franzosen und dem Paar, das für Russland tanzt. Sie sind wesentlich akkurater, exakter in der Oberlinie. Ja, auch die Mimik spielt natürlich eine ganz große Rolle. Und wenn man dann noch mit dem Publikum flirten kann, ist das schon die halbe Miete. Und wir sehen deutlich hier, dass die Knie immer leicht gebeugt sind. Auch wenn die Beine geschlossen werden, das Paar bleibt konstant so auf einer Höhe. Davide Cacciari, Olga Karshina. Er 29, sie 28 Jahre alt und das ist die glatte Eins in diesem zweiten Tanz. Sie liegen also souverän in Führung und wir können auch erwarten, ohne allzu viel vorwegzunehmen, dass dieses Paar hier in der Endrunde Standard siegen wird. Aber das wird sich dann hinterher in der Lateinsektion noch gehörig ändern. Da haben sie, um es mal gelinde auszudrücken, gehörige Defizite. Immer links herum im Kreis. Wie im Kongress der Wiener Walzer. Auch sie sind Favoriten. Paul Richardson, Lorna Dawson. Die vierten der letzten Europameisterschaft. Seit 2 Jahren sind sie Profis. Mit der Rückennummer 7 tanzen sie jetzt hinten an der Längsbande entlang. Sehr elegant, sehr leicht. Keine Figuren, keine Posen im Wiener Walzer erlaubt. Alles konzentriert sich nur auf die rollende Fortbewegung. Ja, kurz im Bild sehen wir hier noch Luca Ricci und Katia Biaschi. Das war das zweite Paar aus Italien. Und wir schauen noch einmal hier. Geschlossene Tanzhaltung. Beide schauen links über die Schulter. So bleibt das 1 Minute lang. Der Wiener Walzer, der kürzeste Tanz. Der nicht vom Tempo am schnellsten ist, aber vom Taktschlag. 60 Takte pro Minute macht 3 Taktschläge, also 3 Schritt pro Sekunde. Slow Foxtrot. Im krassen Gegensatz dazu, der Slow Fox. Hier zeigt sich der wahre Meister und da sind wir genau richtig jetzt bei Fürmeier, Beinhauer, unseren Titelverteidigern, den Favoriten. I'm just a baby in this business of love. I'm a mover, a shaker, like Mac and I. I could take your last dollar with a throw of the dice. I had a gift for women from heaven above. But I'm just a baby in this business of love. I'm a smooth operator. Ja, das ist die Schwierigkeit hier. 3 Schritte müssen 4 Taktschläge ausfüllen. Soll heißen, 1 langsamer und 2 kurze. Also slow, quick, quick. Wobei die schnellen ganz oben auf den Zehenspitzen getanzt werden. Also hier ist viel Bein- und Fußarbeit gefragt. I'm just a baby. Nobody ever trained me. Aus Warschau. Sie haben sich leider nur für 2 Tänze in der Finalrunde Standard qualifizieren können. Mariusz und Beata Grzeszczak, die polnischen Meister, waren etwas, oder genauer gesagt, sie war etwas gehandicapt. Erst seit Freitag konnte sie wieder trainieren wegen einer fiebrigen Mandelentzündung, hat also auch noch einige Antibiotika hier einnehmen müssen und ist natürlich auch ein wenig geschwächt aufs Parkett gegangen. Einer der ärgsten Konkurrenten. Sie schauen genau zu. Sie wissen, was hier passiert in diesem vorletzten Tanz, dem Slow Fox. Nicht alle Paare sind ja in jedem Tanz dabei, aber diejenigen, die
sich für jeden in der Endrunde qualifizieren, haben natürlich die größten Möglichkeiten, mit besseren Plätzen sich schon mal einen guten Vorsprung zu verschaffen. Wie hier selbstverständlich für Meyer-Beinhauer. Also der zweite Platz jetzt für die beiden in Führung. Nach wie vor das Paar aus Russland, Kaciari Garschina. Und wir sehen Klaus Gundlach, den Betreuer der beiden. Er ist so ein bisschen für die nervliche Abteilung verantwortlich. Stimmt für Meyer-Beinhauer immer perfekt ein, vor allen Dingen mental, denn dies ist ja eine Mammutveranstaltung. 30 Tänze müssen diese Paare absolvieren, sofern sie in jedem Schlusstanz dabei sind, bis diese Veranstaltung zu Ende ist. Letzter Tanz, wie angekündigt, jetzt mit dem höchstmöglichen Tempo. Das sind diese bekannten Pepper Pots, also kurze, schnelle Schritte. Und all das darf natürlich nicht wie eine plumpe Hampelei wirken. Und hier zeigen sich die wahren Spitzenpaare. Gemeinsam mit Ihnen das Lateinfinale zu erleben. Also dann raus aus der nüchternen Atmosphäre der Kabinen, der Katakomben, hinein in den Ballsaal. Es wird jetzt freizügiger, das kennen Sie natürlich aus den lateinamerikanischen Tänzen. Die Kleidung der Herren ist weitaus angenehmer und die Kleider der Frauen sind, naja, luftiger. Nicht mehr ganz so viel Stoff vorhanden. Und man schaut sich in die Augen. Im Gegensatz zu den Standardtänzen, Thomas Fürmeier sagte es ja bereits, der Abstand ist größer, so zwei Handbreit zwischen den Hüften sollte er betragen. Und der Grund dafür ganz einfach, die Bewegungsfreiheit ist dadurch größer, denn nun kommt es auf die Aktionen der Hüften an. Fürmeier-Beinhauer hier im ersten Tanz, bei den Profis ist das der Cha-Cha-Cha, im Gegensatz zu den Amateuren, die beginnen immer mit der Samba. Verfolger, Paul Richardson, Lorna Dawson. Zur Erinnerung nochmal für Sie, Sie waren nur in drei Tänzen der Standardsektion dabei. Das ist also ein gehöriger Nachteil für die beiden. Sie müssen schon in einigen Tänzen vor Fürmeier-Beinhauer sein, um sie noch überholen zu können. Aber sie sind Spezialisten in der Lateinsektion. Das ist genau das, was Thomas Fürmeier angesprochen hat. Er versucht, die Dame gut aussehen zu lassen und sie haben kaum Armkontakt. Wenn, dann nur ganz wenig. Beim sogenannten Frame, also frei übersetzt Rahmen, mit den Armen geben sie kurze Impulse und das muss schon reichen, um die nächste Figur oder Pose einzuleiten. Und das ist jetzt im Cha-Cha-Cha Platz Nummer 3 und wir sehen in der ersten Gesamtübersicht, dass Thomas Fürmeier und Tanja Beinhauer schon mal die Führung übernommen haben. Kaciari, Garschina werden weiter nach unten durchgereicht. Aber nur 0,5 Punkte in der Platzziffer rechts Vorsprung. Das ist winzig. Auf 3 Kestle, Matschulat. Auch das kann sich sehen lassen. Aber Richardson, Dawson liegen nur 6 Punkte an Platzziffer dahinter.
Und das ist auch kein beruhigender Vorsprung. Auch Sie wissen, dass Sie in jedem Finaltanz hier jetzt aufs Ganze gehen müssen, um vielleicht zum ersten Mal in Ihrer Karriere bei Ihrem Europameisterschaftsdebüt schon auf dem Treppchen zu stehen, wäre ein ganz toller Erfolg. De apellido Vitorino, en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Ay, Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Wunderschöne Samba-Rollen jetzt hier demonstriert, schattenartig, also dann, wenn beide hintereinander stehen. Und noch einmal im Bild, jetzt vorzugsweise in ihrer Latein-Demonstration, Eric Sardou und Gail Bernard aus Frankreich. Leider haben sie es auch hier nur geschafft, sich in drei Tänzen zu qualifizieren in dieser Endrunde. Neben Cha-Cha, Samba ist das am Schluss noch der Jive. Das heißt also, bei den nächsten beiden Tänzen müssen sie zusehen und befürchten, dass die Konkurrenz auf und davonzieht. Der Sommerhit des vergangenen Jahres, Macarena, und wir sehen noch mal schön hier die Samba-Rolle. Immer exakt mit dem Körperschwerpunkt über den Beinen, dann dreht es sich ganz leicht und ganz einfach. Also selbst wenn Sie sich weit nach hinten lehnen, verlieren Sie nicht das Gleichgewicht, und diese wunderschöne Auflösung zeigt, dass Sie das alles in Perfektion beherrschen. Und einmal haben Sie es also doch geschafft, sich zu qualifizieren für die Endrunde. Davide Cacciari und Olga Garcina waren schon fast verwundert über sich selbst, dass sie hier dabei sind in der Latein-Endrunde. Aber aufgrund der Tatsache, dass sie nur in einem Tanz dabei sind, können sie sicher davon ausgehen, dass sie nicht Europameister werden. Aber vielleicht reicht es ja zu einem Platz auf dem Treppchen. As it lays, think the old little boy who are people, all the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you learn things you never knew, you never knew. Und ewig lockt das Weib, könnte das Motto der Rumba sein. Der leidenschaftliche Werbetanz, das Streben der Frau mit auffälligen Hüftbewegungen, den Mann zu verführen. Und das haben sie sich nach eigener Auskunft bei den Eiskunstläufern, bei den Tanzpaaren abgeguckt. Eine Pirouette auf dem Parkett wesentlich schwieriger zu präsentieren als auf dem Eis. Denn hier darf man natürlich überhaupt nicht
aus der Laufruhe, aus der Zentrale, aus der Zentrierung herauskommen. Thomas Fürmeier und Tanja Larissa Beinhauer, die viel Platz haben für eigene Posen, für eigene Kreationen. Paarlaufen auf dem Parkett, sie zeigen das ganz hervorragend. Ja, seit 10 Jahren sind sie auch, das deutet sich hier nicht minder an, im richtigen Leben ein Paar. 3-3, 3-3, 2-4, 3. Fürmeier, Beinhauer in der Rumba auf dem 3. Platz. 7-mal und Richardson Dawson der 1. Platz. Mit einem 1. Platz in diesem Tanz. Und damit verändert sich wieder einiges im Gesamtklassement. Wir sehen eine ganz deutliche Führung jetzt für Fürmeier Beinhauer vor Cacciari Garcia. Sie müssten schon letzte Plätze jetzt belegen. Die Führung ist ihm praktisch nicht mehr zu nehmen. Das Feeling ist wunderbar. Sie liegen so gut. Ja, ja, wir liegen fantastisch. Ich will nicht sagen, es kann nichts passieren, aber kaum, es sei denn, wir fallen um. Ja, hoffentlich nicht. Nein. Kondition noch in Ordnung? Ja, den Titel lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen. Dafür geht der Kampf um die weiteren Medaillenplätze natürlich noch weiter. Und wir sehen im Bild Alberto und Evelina Regnolato, die kaum vertreten waren in der Standardsektion. Aber hier können sie ihre Stärken ausspielen. Das Ehepaar aus Italien belegte bislang 2. Plätze. Und auch im Paso Doble wollen sie das natürlich noch mal untermauern, um einige Plätze noch mal gut zu machen. Im Augenblick liegen sie im Gesamtstand auf dem 5. Platz. Die Zweiten der letzten Europameisterschaft sind die Ältesten hier im Teilnehmerfeld. Er 35, sie 34 Jahre alt. Es war für sie schon eine Enttäuschung, dass sie so schlecht abschnitten in der Standardabteilung. Und dadurch sind die Chancen fast schon in unerreichbar weite Ferne gerückt. Aber noch ist nicht alles vorbei. Dies der vorletzte Tanz. Und wir sehen noch einmal Richardson Dawson, die Meister aus England, im Bild. Ja, der bildlich umgesetzte Stierkampf auf der Arena hier. Auf dem Parkett, hochtrabend, energisch und streng und dazu immer wieder das starke Auftreten, deutlich und laut zu hören mit den Fersen. Also schon ein sehr marschähnlicher Charakter in diesem Paso Doble. Das Ehepaar Pregnolato kommt aus Padua, ganz in der Nähe von Venedig. Und für alle ist das jetzt der krönende Abschluss, der Schlusspunkt. Und für sie ist es so etwas wie das vorgezogene Schaulaufen, um noch einmal eine Anleihe beim Eiskunstlaufen zu nehmen. Denn sie wissen, ihnen ist der Titel nicht mehr zu nehmen, denn auch in diesem Tanz haben sie Rang 3 belegt im Paso Doble. Und damit ist hier alles gelaufen. Come back, no.
der Jive, der nur so wenig mit den lateinamerikanischen Tänzen zu tun hat. Und wir haben immer wieder gesehen, berührt mit einem Arm. Und schon geht's weiter in die nächste Drehung, in die nächste Runde. Also jeder ist da gewissermaßen auf sich selbst gestellt. Aber es herrscht natürlich blindes Vertrauen bei diesen Paaren untereinander, die eigentlich mit geschlossenen Augen diesen Tanz absolvieren könnten. Thomas Fürmeier, Tanja Beinauer, die hier zum zweiten Mal Europameisterin.